Feinsäuberlich werden alle Haselnüsse vom Boden aufgesaugt. Denn für diese drei Landwirte zählt buchstäblich jede Nuss. Vor 10 Jahren haben sie hier im unterfränkischen Großbadorf die ersten Bäume gepflanzt. Jedes Jahr kamen neue hinzu. Heute sind es fast 9 Hektar Fläche. 6 heimische Sorten wachsen hier, mit illustren Namen wie Wunder von Bollweiler oder Hallischer Riese. 300.000 Euro haben die Landwirte investiert. Aber diese drei tragen das Risiko nicht allein. Sie gehören zu einer Gruppe von 17 örtlichen Landwirten. Nach dem Bau einer gemeinsamen Biogasanlage suchten sie eine neue Herausforderung. Haselnuss schien uns am interessantesten. Holunder ist schon besetzt. Von daher brauchen wir immer wieder neue Wege und gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind da kurz- und mittelfristig dann auf dem richtigen Weg und erfolgreich, oder wir müssen halt wieder uns ein anderes Thema ausdenken. Ja. 95% der weltweit produzierten Haselnüsse kommen aus der Türkei und Nordamerika. In Bayern sind die Anbauerfahrungen überschaubar. Die Nüsse wachsen auf gerade mal 350 Hektar Fläche. Hinzu kommt der karge Boden in Großbadorf. Die Baumschule aus dem Breisgau riet den Landwirten vom Anbau auf Muschelkalk ab. Es gab eigentlich viel Skeptiker, ob man überhaupt sowas machen kann. Da die Haselnuss bei uns ja nur im Wald vorkommt oder am Waldrand vorkommt. Da waren schon manche, ja, was spinnt ihr denn jetzt wieder zusammen? Sie wagten es trotzdem. Ihr Wissen haben sie sich selbst angeeignet. Und auch die Reinigungstrommel ist selbst gebaut. Alle paar Tage fahren sie jetzt im Oktober die Plantage ab. Noch ist die Ausbeute begrenzt. Die Bäume tragen erst mit 7 Jahren Früchte. Den vollen Ertrag gibt es erst nach 13 Jahren. So alt ist hier noch kein Baum. Im letzten Jahr kamen 1000 Kilo zusammen. Und heuer? Erwartet haben wir viel mehr als letztes Jahr, aber am Ende des Tages werden wir wohl wieder da ankommen, wo wir letztes Jahr auch waren. Nach der Ernte geht's in den nächsten Wochen weiter. Mit Sortieren, Knacken und Rösten. Markus Seid gehört zum Sortier- und Knackteam. Jedes Mitglied muss eine feste Anzahl von Arbeitsstunden leisten. Grundsätzlich muss jeder so viel Zeit in diese Gesellschaft investieren, wie er auch Anteile hat, sodass sich das wieder ausgleicht. Also das heißt, egal in welcher Form, ob jetzt zum Knackteam, zum Röstteam, zum Saugtrupp gehört, jeder hat da seine Daseinsberechtigung und jeder kann da sich förmlich austoben. Und jeder hier bringt noch seine Fachkenntnisse in die Gruppe ein. Markus Seid ist Elektromeister bei einer Maschinenbaufirma. Er hatte es satt, die Haselnüsse per Hand zu verlesen. Und so entwickelte er eine Haselnuss-Sortiermaschine. Wir haben angefangen mit 50 Kilo mit Hand zu sortieren und da sind wir auf die Schnauze gefallen, zu Deutsch. Also wir waren da ewig lang da gestanden mit einem Haufen Leute und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Groß oder klein, mit oder ohne Haut, für die spätere Vermarktung ist es wichtig, die Nüsse in verschiedene Qualitäten zu trennen. Und genau das kann die Sortiermaschine. Sie fotografiert jede Nuss von 4 Seiten. Und diese Bilder werden wir dann mit einer künstlichen Intelligenz aus. Denen gibt man 300 Bilder pro Klassifizierung vor und dann kann sie die wunderbar klassifizieren, die Nuss. Und so bekommen wir jetzt hier als Ergebnis einmal die vermarktungsfähige Nuss, dann die halbe Nuss und die schlechte Nüsse. Sogar die Nussschalen wollen sie irgendwann verwerten, als Haselnussseife. Hallo. Ja, hallo Markus. Markus Helmerich und seine Leute haben viele Ideen für Produkte aus der fränkischen Haselnuss. Momentan gibt's die Nüsse nur auf Bauernmärkten und in regionalen Hofläden. Im 100-Gramm-Glas für 6 Euro. Wir können auch im Müsli, wir können auch größere Verpackungseinheiten, Gourmetküche. Wir sind nur im Augenblick nicht in der Lage, vollständig zu liefern, weil wir einfach noch in der Menge begrenzt sind. Aber es soll von Jahr zu Jahr mehr werden. Momentan zahlen die Landwirte noch drauf, denn die Bäume müssen ja auch gepflegt und bewässert werden. Jeder hat investiert. Wann soll sich das rechnen? Grundsätzlich sind Landwirte natürlich leidensfähig.
Aber die Leidensfähigkeit hat natürlich auch ihre Grenzen. Wir rechnen so in 2-3 Jahren damit, dass wir dann solide schwarze Zahlen schreiben, auch hinsichtlich, dass wir dann alle Stunden sauber verrechnen können. Und dann müsste es eigentlich gehen. Denn wenn die Haseln einmal tragen, tun sie das für 80 Jahre. Es ist also eine Investition in die Zukunft. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.